Herzlich willkommen zurück bei Kiez Konkret, liebe Zuschauer. Wir sind jetzt im Schloss Schönhausen und bekommen eine exklusive Führung, nämlich von Silke El-Chabini, der stellvertretenden Schlossbereichsleiterin. Frau El-Chabini, das ist jetzt hier der Startraum. Was sehen wir hier? Ja, das ist der Raum, in dem ich gerne eine Führung beginne, wenn ich eine mache. Hier ist einfach mal die Schlossgeschichte dokumentiert. Einfach chronologisch ab 1662 und dann bis in die Gegenwart. Und hier kann man den Besuchern einfach mal erläutern, was hier in 350 Jahren alles passiert ist. Und was machen Sie da für Erfahrungen bei den Besuchern? Also welche Zeit ist für die so am spannendsten? Wo kommen die meisten Fragen? Am Anfang wissen die oft noch gar nicht, was sie erwartet. Es kommen sehr viele Fragen zur Rokoko-Zeit, also zur Zeit der Königin Elisabeth Christine, Frau von Friedrich dem Großen, und zur DDR-Zeit natürlich. Ja. Die Frau von Friedrich dem Großen, die hatten es ja nicht so miteinander, die beiden. Das heißt, die hat hier in diesem Schloss auch mehr oder weniger dann alleine gelebt, oder? Die hat ja mehr oder weniger alleine gelebt. Man sagt, auch Friedrich hat sie hier nie besucht. Und sie hat hier die Sommermonate verbracht, sehr gerne allerdings. Das heißt, sie hat schon Herzblut gehabt mit diesem Schloss. Da hat ja schon viel dran gelegen. Ja, absolut. Also das war eine der ersten Amtshandlungen von Friedrich des Großen, als er König wurde, dass er ihr dieses Schloss hier als Sommerschloss schenkt. Und sie verbringt dann also an die 50 Jahre die Sommermonate hier. Sie hat hier schon mit Herzblut gelebt und auch viel fürs Haus getan, für den Garten auch. Und wenn wir jetzt weitergehen, also die kompletten Ausstellungen sehen, ist das so, dass die quasi hier auch ihre Basis haben? Also das heißt, dass die Epochen, die hier kurz in der Übersicht gezeigt werden, dass wir die dann nachher wiederfinden in ausgeprägterer Form? Ja, genau so ist es. Also nicht alle, aber die wichtigsten, die drei wichtigen. Und das Schloss hat drei Ausstellungsbereiche und die werden wir dann nochmal ausführlicher sehen. Gut, was gucken wir jetzt als nächstes an? Wir gehen erst in die Rokoko-Zeit zu Elisabeth Christine. Dann mal los. Ja, das kann man ja sehen, dass wir jetzt hier in die Rokoko-Welt kommen. Genau, richtig. Vielleicht können Sie kurz schildern, was hier den Besuchern alles geboten wird. Ja, hier wird den Besuchern einfach ein bisschen das Leben von Elisabeth Christine nahegebracht. Viele wissen ja gar nicht so viel über sie. Wir sehen zwei sehr schöne Bilder hier von ihr. Dort schon als Witwe. In etwas späteren Lebensjahren. Ja, und wir sehen einfach Gegenstände aus ihrem Leben, die sich noch erhalten haben, die teilweise sich hier im Schloss auch befunden haben, teilweise aber auch im Berliner Stadtschloss und die wir jetzt hier zusammenführen konnten im Rahmen der Neueröffnung. War das ein Problem, also diese Sachen wieder hierher zu bekommen und auch überhaupt zu recherchieren, wo man was findet? Ja, man hat sicherlich noch ein bisschen recherchiert, aber vieles war schon in den Depots der Stiftung Preußische Schlösser und Gärten oder auch in den anderen Schlössern untergebracht. Und es ist eigentlich ganz schön, dass man die jetzt wieder zusammenführen konnte. Ja. Was sind das für Bücher? Das sind Bücher aus ihrer Bibliothek und auch Bücher, die sie selber verfasst hat. Sie hat mehrere Bücher geschrieben und auch übersetzt. Und ja, sie hat sehr gern gelesen, war auch belesen. Das kann man auch sehr schön hier auf dem Bild sehen. Weil ihre Hand auf einem Buch auch liegt. Also das passt ganz gut hier zusammen. Also eine sehr gebildete Frau. Von daher gab es ja schon auch ja, eine Harmonie mit ihrem Mann, denn der war ja nun auch den Künsten sehr offen gegenüber. Ja, wobei die beiden ja nicht sehr viel miteinander zu tun hatten. Ne? Er hat sein Leben nach Potsdam verlagert, ins Schloss Sanssouci, und sie war eben hier in Berlin. Das Besteck, hat das eine besondere Bewandtnis? Das stammt aus dem Berliner Stadtschloss. Das hat sich noch erhalten. Und wir zeigen natürlich gern noch die wenigen Stücke, die wir noch eben haben, ne, die wir heute noch sehen können. Also einfach einfach, dass man so ein bisschen das Gefühl hat, was war für sie wichtig, wie sah ihr Leben aus, so ein kleiner Schaukasten, der da so einen kleinen Einblick gibt. Wir möchten halt möglichst viel über ihr Leben zeigen. Das ist hier unten auch wie so eine kleine Ausstellung über Elisabeth Christine. Und alles, was man eben noch hat, was man zeigen kann, zeigen wir natürlich gerne. Und da gibt es ja dort in der Ecke auch was besonders Schönes, nämlich eine Sänfte. Was gibt es dazu zu erzählen? Ja, das ist natürlich ganz was Besonderes, dass die sich noch erhalten hat. Das ist die Sänfte von Elisabeth Christine. Die hatte sie hier im Haus, ließ sich durch das Haus tragen, Treppe hoch und Treppe runter und auch durch den Garten. Oder auch wenn man einen Ausflug hier in die Umgebung gemacht hat, dann wurde sie in dieser Sänfte getragen. Man war halt preußische Königin. Also ist sie wirklich nicht von Zimmer zu Zimmer gelaufen, sondern getragen worden, ja? Teils, teils, so stelle ich mir das vor. Ist natürlich nicht alles heute noch nachzuvollziehen, aber wir wissen auf jeden Fall, dass es die Sänfte ist und dass sie sich hat im Haus tragen lassen. Wo hat die ganze Zeit gestanden in der Zwischenzeit? War die hier im Haus die ganze Zeit?
Die Sänfte hat nicht in diesem Raum hier gestanden. Das zeigt auch, dass sie jetzt heute auf so einem Podest steht. Also das soll zeigen, sie stand nicht hier. Sie stand im Haus, im kleinen Innenhof stand sie sehr wahrscheinlich. Ja. Was war denn in diesem Raum damals zu der Zeit der Königin? Also es hat ja immer mal gewechselt. Die Räume wurden immer mal wieder anders belegt. Sie hat, wie gesagt, hier sehr viele Jahre verbracht. Es war, und so ist es jetzt heute auch den Besuchern präsentiert, das war hier die Audienzkammer. Hier hat sie also Gäste empfangen. Und da, finde ich, gehen wir dort nochmal hin. Da kann man nämlich sehen, was dann mit diesem Raum alles passiert ist. Denn das ist ja das Spannende an diesem Schloss. Dadurch unterscheidet es sich ja von anderen Schlössern, dass hier unheimlich viel Geschichte passiert ist. Eben nicht nur eine bestimmte Zeit spannend war, sondern dann auch die Zeit, als der Wilhelm Pieck ja hier auch residiert hat. Genau, das ist das auf jeden Fall das Interessante an unserem Haus. Sie gehen hier durch verschiedene Jahrhunderte, durch ganz verschiedene Epochen, durch ganz verschiedene Zeitschichten. Wir haben also hier 350 Jahre Geschichte dokumentiert. Ja, und die letzte Nutzung, die dieses Schloss erfahren hat, also das war dann lange nach der Zeit von Elisabeth Christine, die DDR-Regierung hat dieses Haus genutzt. Wilhelm Pieck wurde Staatspräsident, hat das hier als Präsidentensitz genutzt und später wurde es nochmal umgebaut zum Staatsgäste-Apartment. Die DDR-Regierung hat dann hier Staatsgäste empfangen. Und hier in diesem Raum war was? Wie Sie hier in der Mitte sehen, in den 50er Jahren war das hier das Büro von Max Opitz, des Staatssekretärs. Ja, rechts sieht man, später hat auch Herr Honecker dann eben hier Staatsgäste empfangen. Also auch während der DDR-Zeit wurde der Raum immer mal wieder verschieden genutzt, umgestaltet, umgebaut. Aber wie gesagt, diese beiden Fotos zeigen einmal Büro, später dann hat man hier Gäste empfangen. Und es ist ja auch ganz spannend, denn wenn ich das jetzt hier lese, dass hier auch eigens entworfene Rokokomöbel neu aufgestellt wurden, mit neu eingerichtet wurden, dass durchaus auch die DDR-Regierung Start gemacht hat mit der Vergangenheit dieses Schlosses. Also das hat denen schon ganz gut auch gefallen, diese Tradition hier wieder aufleben zu lassen. Ja, das ist auch auf sehr vielen Fotos dokumentiert. Als das Haus dann nach der Wende ja erstmal geschlossen wurde, wurde auch alles nochmal fotografisch dokumentiert. Da ist wirklich jeder Raum mit Neo-Rokoko-Möbeln ausgestattet, das komplette Schloss. Heute haben wir nur noch einen Raum, der so erhalten ist. Und wir haben ein ganz anderes Ausstellungskonzept. Aber richtig, zur DDR-Zeit fand man hier auch Neo-Rokoko. Es wurde dann ja nach der Wende hier auch relativ aufwendig saniert, ich glaube 2009. In was für einem Zustand war das Haus denn damals? Ja, wie gesagt, man machte es zu nach der Wende und es war ja gut erhalten. Es wurde ja bis kurz davor noch genutzt. Die letzten Staatsgäste wurden hier noch empfangen, sogar nach der Wende. Es war die Königin Beatrix der Niederlande. Ja, und dann hat man zugemacht. Es war komplett möbliert, es war alles erhalten. Also es war sicherlich nicht mehr allzu modern. Man hatte dann schon einiges zu tun, aber so vom Grunde her war es erstmal gut erhalten. Und es wurden Schätze entdeckt, nicht? Denn zum Beispiel in dem Zimmer, wo jetzt der Shop ist, der Museumsshop, gab es eine tolle Decke, die aber gar nicht zu sehen war in der DDR-Zeit, weil da eine andere Decke drunter gesetzt worden ist und die wurde dann wieder freigelegt. Genau, das ist eine Decke, die stammt ursprünglich aus dem Hohen Haus in der Klosterstraße nahe des Alexanderplatzes. Die hat man hier ins Schloss Schönhausen eingebaut sozusagen. Und zu DDR-Zeiten wurde der Raum komplett umfunktioniert. Es war dann eine Garderobe und die schöne Stuckdecke wurde komplett abgeheckt, war also nicht zu sehen. Und jetzt seit 2009 eben wieder für alle sichtbar. Wir sind jetzt im Gartensaal, liebe Zuschauer. Was fand hier statt früher? Zur Zeit der Königin fanden hier Feste statt, Essen, Empfänge, man hat hier Gäste empfangen, man konnte rausgehen in den Garten. Also gesellschaftliche Anlässe haben hier stattgefunden. Gut, jetzt hängen hier die Hofdamen von damals, aber die hingen damals nicht in diesem Raum, das ist richtig. Das ist richtig. Sie hängen heute hier. Es gibt 12 Bilder von Hofdamen Elisabeth Christines. 8 haben sich erhalten, die hingen früher im Berliner Stadtschloss. Und da sie aber eben noch erhalten sind, fanden wir, dass ein sehr schöner Platz ist, sie hier heute halt auszustellen. Und wir sehen dort auch ein wunderschönes Modell eines Kleides einer Hofdame. Und das hat einen bestimmten Grund, denn hier gibt es auch ein Angebot, gerade auch in diesem Raum, für Kinder dieses Leben von damals mal kennenzulernen. Wie gestaltet sich das genau, so ein Nachmittag für Kinder? Ja, wir haben sehr viele Gruppen hier, Schülergruppen oder auch kleinere Kinder. Und gerade die kleineren Kinder, da machen wir Kinderführung hier. Die werden ein bisschen verkleidet. Wir suchen dann eine Königin aus und die Hofdamen laufen dann hinter ihr her. Und gerade hier wird dann eine kleine Tafel aufgebaut mit Besteck und Tellern, Tischdecke. Dann wird den Kindern so ein bisschen nahegebracht, wie das Leben damals abgelaufen ist, wie man dann hier gegessen hat. Und zur Anschauung sollen die einfach auch mal sehen, wie hat so ein Kleid ausgesehen einer Hofdame.
Ja, das war jetzt die Welt des Rokoko. Da haben wir einen kleinen Einblick bekommen. Aber dieses Haus hat ja noch viel mehr zu bieten. Welche Bereiche werden wir jetzt gleich anschauen? Ja, wir gehen jetzt die schöne Treppe nach oben. Wir gehen in einen Bereich, der befasst sich mit dem Thema Ostpreußen, mit einer ostpreußischen Adelsfamilie und deren Schloss. Und dann geht es in die DDR. Und gleich geht es bei uns weiter, liebe Zuschauer. Bleiben Sie dran bei Kiez Konkret.